Chemnitz am Tag nach erneuten Demonstrationen. Bleierne Ruhe, wo sich wenige Stunden zuvor noch wütende Demonstranten gegenüberstanden. Rechte und linke Gruppen waren in der Innenstadt auseinandergehalten von einer unterbesetzten Polizei. Mehrere Menschen wurden verletzt. Unter den Demonstranten waren noch viele, die sich selbst nicht als rechts verstehen. Ich bezeichne mich nicht als Mob und ich möchte auch für niemand als Mob hingestellt werden, obwohl ich hier stehe. Da gibt es jeden Abend gibt's hier Ärger. Da treffen Gruppen aufeinander. Ich will nicht sagen, dass es nur die Ausländer sind. Es gibt nur genug, die provozieren. Aber hier ist jeden Abend, wir können, wenn man mal fortgehen will, nicht mehr in die Stadt gehen, ohne Angst zu haben, dass einem irgendwas passiert. Auf der anderen Seite das linke Bündnis Chemnitz nazifrei. Um zu zeigen, dass wir da sind, dass Leute was dagegen haben, wenn hier Leute denken, die müssten alle über einen Kamm scheren und gegen Ausländer sein, obwohl Chemnitz eigentlich eine tolerante Stadt sein sollte. Inzwischen hat auch Kanzlerin Angela Merkel die Ausschreitungen vom Wochenende verurteilt. Hetzjagden auf Ausländer dürfe es in Deutschland nicht geben, sagte sie. Die Polizei räumte derweil ein, unterbesetzt gewesen zu sein. Letztlich sei das aber auch das Ergebnis jahrelanger Einsparungen, so die Gewerkschaft der Polizei. Anlass für die Proteste war eine Messerstecherei beim Chemnitzer Stadtfest. Dabei wurde ein Deutscher getötet, ein Syrer und ein Iraker gelten als mögliche Täter.